Yo Leute, was geht? Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft. Und heute wollen wir auf Diamantenjagd gehen. Zum ersten Mal, finally. Ich habe mich in der letzten Folge schon equipped. Wir brauchen allerdings noch weiße Wolle. Und da es eh gleich dunkel wird, würde ich mal kurz gucken, ob wir hier irgendwo Schafe finden. Die einfach ehrenlos ermorden. Wir hatten so viele Schafe gekillt. Achso, da hatte ich ich weiß gar nicht mehr, wofür ich die ganze Wolle benutzt habe. Ich glaube, um Backpacks zu machen, da drüben ist ein Schaf. Gehen wir da kurz hin. Dann kann ich nämlich noch eine Nacht pennen und dann brechen wir am Morgen auf. So, einmal hier ein Tauchgang. Diese Aufnahme spiele ich mal mit dem Soil Shader, wer die letzte Folge gesehen hat. Wir haben, oh Gott, hier habe ich viel zu tun. Ach du Gott. Hier habe ich noch viel zu tun. Hi. Ich wollte sagen, wir spielen diese Aufnahme mal wieder mit dem Soil Shader, mit dem wir früher mal gespielt haben. Und haben das neue Texture Pack, das Patrick Texture Pack. So, ich habe 5 sogar. Ja, meine Güte, so viel brauche ich doch gar nicht. Ich brauche aber Holz. So, und ich brauche meine Portable Werkbank. Und dann kann ich... So. Und dann haben wir ein schönes Bett für unterwegs. Dann kann ich den Rest nämlich auch noch wegbringen. Denn das ist schon ganz nützlich und hierum müssen wir uns bald mal kümmern, dass wir das hier wieder schön hinkriegen. Hier muss auch die Erde weg, das ist ja alles lächerlich, was ich hier gemacht habe. Aber unsere Insel, die steht und die ist echt gut geworden, muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich stolz drauf. Und vielleicht finden wir ja auch irgendwo eine Rüstung für unser Pferd. Ne, eine Rüstung haben wir glaube ich sogar, wir brauchen einen Sattel. Einen Sattel kann man aber glaube ich auch angeln. Was brauchte man dann nochmal für eine Angel? Könnte ich mir eigentlich gerade noch bauen, wenn ich noch hier bin. Falsche Taste. Ich glaube, wir haben alles für eine Angel. Ja, natürlich haben wir das. Aber haben wir auch genug von den Fäden? Ich habe doch eben noch eine Spinne gekillt. Mit ein bisschen Glück haben wir genug. Lass mich mal kurz gucken. Wir hatten auf jeden Fall Fäden. 5 Stück. Ja, optimal. Da machen wir uns doch noch eine Angel. Kann bestimmt nicht schaden. So, packen den ganzen Mist hier noch weg. Den wir nicht brauchen. So, den Rest, das würde ich alles mitnehmen. Und dann gehe ich noch schnell pennen. Und dann würde ich sagen, brechen wir auf, oder Leute? Was sagt er? Ah, ich bin eigentlich ganz zufrieden mit unserem Häuschen. Hier müssen noch Blumen und so hin. Oder vielleicht doch die Dinger aus dem Eichenholz. Ich weiß es noch nicht. Ich bin noch unschlüssig. Ich bin noch sehr unschlüssig. So, jetzt aber erstmal ins Bettchen. Oh, ich darf mich sogar reinlegen. Gute Nacht und guten Schluck Wasser. So. Dann müssten wir ready sein aufzubrechen. Ich hoffe, ich habe nicht wieder irgendwas vergessen. Aber ich glaube, ich habe diesmal echt an alles gedacht. Das sage ich jetzt. Unterwegs wird mir dann wieder einfallen, was ich alles vergessen habe. Ah, schön. So, kein Creeper weit und breit. Perfekt, dann schnell weg hier. Bevor sie mir in den Nacken fallen. Ah, schön. Da oben fliegt ein Vöglein. Ich sollte mal vielleicht was essen. Perfekt. Ja, 1600 Meter ist natürlich ein ganzes Stück. Huh. Oh, der hat sich gerade in Luft aufgelöst. Da wollen wir doch mal schauen, ob wir Diamanten finden. Wir haben noch gar keine, ne? Und es wird dann auch bald mal Zeit für ein Nether-Portal. Ich habe auf jeden Fall... Ah, wir haben kein Boot dabei, aber das können wir uns zur Not noch craften. So, Hühner wollten wir unterwegs töten. Für Federn. Danke. Da sind ganz viele... Oh, nee, da ist ein Wildschwein. Ich muss ganz schnell weg hier. Ich tauch ab. Hallo, ich häng fest. Na toll. Da will ich einmal schnell flüchten. So. Okay. Nix hier weg hier. Ah. Okay, der Bug ist gerade verschwunden. Es gab doch einen Bug mit dem Soil Shader bei Iris. Dass die... Hier, dass das so geflimmert hat, ne? Genau, das konnte man irgendwie ausmachen. Keine Ahnung, ist jetzt nicht so schlimm. Ich habe die letzte Folge schon genug Zeit damit verschwendet, irgendwas hier an Einstellungen zu finden. Boah, der Sand, guck mal.
Okay, hier ist aber jetzt schon krass. Warte mal, ich finde die Einstellung. Ich weiß, welche das war. Das war die, die ich letztes Mal, glaube ich, aus Versehen angemacht habe. Das war, glaube ich... Ich bin wieder in das Gleiche reingegangen. Global Illumination, das musste man ausschalten. Genau. Ist zwar nicht mehr ganz so geil, der Shader ohne, aber sieht schon alles sehr cool aus. Sieht schon alles sehr cool aus. Mach mal ein paar Screenshots. Man weiß ja nie, am Ende vergesse ich es wieder. Das ist eigentlich nicht so eine geile Location. So, perfekt. Dann können wir doch jetzt aufbrechen hier in Richtung... Guck mal, hier sind Schildkrötis. Was bist du? Für die Wissenschaft. Das ist doch ein ehrenwerter Screenshot hier. Ich lass sie leben, weil ich mag Schildkröten. Schützt mehr Schildkröten. So, was haben wir hier? Oh, Mukus. Ihr seht aber witzig aus. Okay, in was für Gefilde kommen wir denn hier? Ich sollte mal auf die Map gucken. Langsam kommen wir auf jeden Fall in ein neues Gebiet. Ach, guck mal, hier ist ein Dorf. Machen wir kurz einen Abstecher hin, oder? Machen wir kurz einen Abstecher ins Dorf, würde ich sagen. Nehmen wir mit, können wir den Waypoint aktivieren. Und auf der Karte auch. Guck mal, hier geht es sogar theoretisch runter. Oh Gott. Oh, jetzt passiert das wieder, ich wusste es. Nicht gut, was ich hier gerade gemacht habe. Ich wollte hier nicht runter. Warum gehe ich denn immer weiter? Weil ich Diamanten finden will. Wisst ihr, für was es Zeit ist? Für F8. Und jetzt finally die Walking Dead Musik. Was ist das hier? Das Eisen? Nee, Gold. Ja, geil. Das ist Eisen. Ich habe ein bisschen Angst. Was ist das? Oh mein Gott, das ist creepy hier. Was ist das für eine komische Höhle? Das ist Bronze, ne? Wie heißt der Mist nochmal? Rohkupfer, meine ich doch. Okay, ist irgendwie echt creepy hier. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ey, ich muss echt aufpassen. Das darf mir nicht alles passieren. Das ist echt... Ich werde einfach sterben. Oh Gott. Nee. Hau mal ab, Junge. Ist ja echt The Walking Dead. Geh weg. Ich höre irgendwie gar nichts von der Musik. Warum bin ich hier runtergegangen? Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ich sollte vielleicht gleich mal mein Eisenschwert ausrüsten. Hier geht's nur noch weiter runter. Ja, sieht jetzt nicht so einladend aus, um ehrlich zu sein. Ja, da wird schon auf mich geschossen. Oh, was ist das? Lapis Lazuli, ne? Safe Lapis Lazuli. So viel Glück habe ich nicht, dass ich direkt Diamanten finde, das Lapis Lazuli, ne? Ja, natürlich. Mist, ist da runtergefallen. Ich will da aber nicht gucken gehen. Mein Lapis Lazuli. Ich habe doch auch einen Bogen, Junge. Oh Gott. Nein, nicht gut. Diese Animationen machen es nicht gerade besser. Sag mal, irgendwie... Man hört die Musik kaum. Hatte ich nicht noch irgendeine andere gruselige Musik? Auf 20. Ist einfach ein bisschen leise, die Musik. Wir können sie ja zur Not wieder leiser machen.
So, einmal hier rüber. Oh Gott, diese Creeper. Viel problematischer, Mr. Skelett. Oh Gott, ich muss hier weg. Hilfe! Oh Gott, ich laufe in die Falle. Ich laufe in die Falle. Ich laufe in die Falle. Oh Gott. Oh nee. Oh nee. Oh nee. Weg. Weg. Mist. Nicht gut. Gar nicht gut. Ich muss nochmal eine Runde drehen. Oder einfach hier lang. Denn ich muss essen. Okay, das Redstone würde ich eigentlich... Ach, verdammt, das nervt so krass. Ey, diese Höhenexpedition, das ist einfach nichts für meine Nerven. So. Den Redstone würde ich gern mitnehmen. Da ging es halt schon ganz gut runter, ne? Ich meine, da könnte man natürlich schon Diamanten finden. Diese Höhle hier ist richtig creepy, so diese so Froschgeräusche die ganze Zeit. Wo bin ich hier? Ihr wisst das wieder, ne? Boah, das ist schön, das nehme ich mir. Es war eine Trap. Da geht... Oh nein, da geht's nicht raus, es war nur ein Grafikbug. Oh, Mann, oh. Ich wollte doch eigentlich in das Dorf. Komme ich hier irgendwie wieder raus? Ich muss hier irgendwie hoch. Wo sind die? Oh Gott. Die sind über mir auf jeden Fall. Immer mit der Ruhe. Einfach hochbauen, gar kein Problem. Wir haben genug Blöcke dabei. Boah, Leute, die Sounds machen mich fertig. Die Sounds machen mich fertig. Ich muss irgendwie wieder nach oben kommen. Denn diese Höhle hier ist nicht das, was ich mir erhofft hatte. Oh Gott, Wasser. Wasser ist ein gutes Zeichen eigentlich. Nemo? Geht's hier nach draußen? Hallo, ein... Und die Fischis, ich muss sie erlösen. Okay, hier geht's nach oben. Und da, wo das Wasser herkommt, ist doch bestimmt ein Ausgang, oder? Komm schon. Wo führt das Wasser hin? Wo führt das Wasser hin? Ich hoffe nach draußen. Es ist wahrscheinlich auch Nacht inzwischen geworden, ne? Ich könnte Glück haben und es geht hier, glaube ich, echt raus. Ja, perfekt. Und ist es Nacht? Nein, noch nicht. Vielleicht war die ganze Nacht hier unten auch eine Option. Jetzt sollte ich mir erstmal was reinsnacken. Die hier. Lasst mich. Boah, da habe ich aber wie ein Ass. Habe ich auf die 1 gewechselt. Boah, Junge, ich kann's noch. Okay, das da ist das. Ach komm, ist mir auch egal. Ich hau einfach ab. Erstmal zu diesem Dorf da. Erstmal in Sicherheit bringen. Okay. Es wird nämlich jetzt dunkel. Perfekt. Gut, dass ich noch rausgekommen bin, bevor es dunkel ist. Dann können wir nämlich schnell noch zu dem Dorf laufen. Am besten über die Blätter. Hopp. Und da erstmal die Nacht verbringen. In Sicherheit. Und dann morgen früh aufbrechen. Oh, ach, das ist das Dorf. Perfekt. Aua, ja. Upsala. Oh, sehr gut. Ich hätte natürlich da unten mal einen Screenshot machen können. Ja, dann baue ich einfach hier ein. Von einem Dorf hier. Auch schön. So, ich bräuchte einen Platz zum Schlafen. Oh, guck mal, das ist echt schön hier. Was machen die alle da oben auf dem Dach? Hallo, ich komme in Frieden. Ich komme in Frieden. Und lege mich hier... Natürlich. Lege mich hier ins Bett. Irgendwo, hoffe ich. Bei wem kann ich nächtigen? Bei dir? Perfekt. Ja, tut mir leid, ich war zuerst da. Ach du Gott. Oh, ich hab's lebend aus der Höhle rausgeschafft. Jetzt steht ihr die ganze Nacht mit ihren stinkenden Füßen in meinem Gesicht.
Was soll ich davon halten? So. Nacht vollendet. War schon schön hier. Schon schön. Ich glaube, ich kann die Musik wieder ändern erstmal. Hier gehen wir einfach in eine schöne, entspannte Musik. Ich brauche jetzt was, was mich beruhigt. Perfekt. Und wir wollen in die Richtung hier. Würde ich sagen, brechen wir doch einfach auf. Ach ja, schön. So, erstmal ein Schweinesteak in den Hals. Oh, guck mal, hier ist Dschungel. Was ist denn hier los? Oh, Pandas sogar. Oh, sorry, ich muss mitnehmen. Für euch gibt's wohl keine Textur. Ganz schön viele Schafe hier, aber die interessieren mich nicht. Wobei, für ein Backpack sind die doch auch nützlich. So. Ich habe schon keinen Platz mehr im Inventar, das Ei brauche ich nicht. Zombie-Flash brauche ich auch nicht. Okay, dann schauen wir mal, wo es hier hingeht. Ach, erstmal ans Meer. Wir müssen aber übers Meer, wenn ich das richtig sehe. Ist noch ein ganzes Stück bis da. Vielleicht sollte ich hier am Strand entlang laufen und hoffen, dass der Weg mich in die richtige Richtung führt. Boah, hier sieht es aber schon auch cool aus. Hier sieht es schon auch sehr cool aus. Aber wir wollen ja was Neues entdecken und hoffentlich gibt es da eine Höhle. Ah, hier seht ihr jetzt, ne, das sind Mod-Texturen. Das fällt jetzt natürlich. Das fällt jetzt natürlich dezent auf. Wenn ich mit so einem gut resolierten Texture Pack spiele. Ne, bei meinem Stay True, da hat man den Übergang fast gar nicht gemerkt, weil das ja selber in so einer Qualität war. Also in so einer Pixeldichte. Sind das hier, sehe ich das richtig? Wir brauchen nämlich Feuerstein. Die können wir hieraus nämlich gewinnen. Und Gravel an sich kann man auch immer mal gebrauchen. Hat man früher mal Wege mitgebaut, macht man jetzt nicht mehr, weil es die echten Wege gibt. So, was kann ich denn mal wegwerfen? Das auf jeden Fall. Und das. So, nehme ich mal hier noch ein bisschen mit. Für Pfeile auf jeden Fall ganz nützlich. Wenn es wieder Kämpfe mit Gespenstern wollte ich schon sagen, mit Skeletten gibt. Die sind nämlich richtig ehrenlos. 6 Stück, na gut, das soll erstmal reichen. Okay, erstmal in die Richtung. Erstmal einfach weg hier, wobei hier sieht schön aus, hier will ich ein Bild machen. Hey, wir haben ganz schön viel erlebt in dieser Folge. Hopp. Gucken, ob wir hier eine schöne Foto-Location finden. Verschiedenste schöne Fotolocations gibt es hier. Hm, nehmen wir mal mit. Und gehen weiter in die Richtung. Oh, hier kommt ein Fichtenwald. Mit OG-Fichten, das ist gut. Hier haben wir auch echt viel Gravel, das ist auch krass eigentlich. Naja. Jetzt müssen wir nur noch Diamanten finden, weswegen ich eigentlich losgegangen bin, ne? Ah, man kennt ihn, ich finde wieder gar nichts. Du, 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 du. 600 Meter. Ein bisschen weniger sogar. Oh, cool. Hier ist... Oh, da müssen wir hin. Da müssen wir kurz hin. Und den Schnee abchecken. Oh, geil. Boah, das Zugefrorene, das sieht ja so geil aus. Yeah, ich fahr Schlittschuh, yippididu. Yippidiyay, so, man ist so schön schnell auf dem Eis. Aber ich habe keine Lederschuhe, deswegen misstraue ich dem Schnee. Auch schön. Sehr schön alles. Boah, da hinten sieht es auch wild aus, aber wir müssen in die Richtung. Und hier dann einfach Sand, auch geil. Oh, ich habe Angst vor dem Schnee. Ist ja
sag's euch, wie es ist. Ich habe Angst vor dem Schnee. In dem Schnee einbrechen, das macht keinen Spaß. Bitte mir nichts tun. Boah. Auch geil. Okay, Leute. Ich würde sagen, an der Stelle hier machen wir mal kurz einen Break, denn ich sehe schon wieder, die Folge ist vorbei. Und ich würde sagen, wir sehen uns hoffentlich morgen in der nächsten Folge wieder. Wenn es euch gefallen hat, gebt doch gerne einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Und dann schaltet morgen wieder ein um 14 Uhr zur nächsten Folge Minecraft. Macht's gut, Leute. Ciao.